Jesus, Jesus, küss unsere Kinder. Rufen die Mütter und Väter, die mit ihren Kindern gekommen sind. Küss unsere Kinder, Jesus. Dann küsst du auch uns. Jesus sagt zu den vorwärts drängenden Menschen, lasst die Kinder vorbei und hindert sie nicht daran, zu mir zu kommen. Denn wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und die Nachricht so gläubig annehmt wie ein Kind, so werdet ihr nie den Sinn meiner Worte verstehen. Ihr wisst, dass die, die zu befehlen haben, sich Macht aneignen über ihre Untergebenen. Bei euch soll es nicht so sein. Wer also unter euch der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Wer sich also erniedrigt und wer sich so klein macht wie ein Kind, der wird der Größte sein. Jemand flüstert Jesus ins Ohr. Deine Mutter und deine Brüder sind gekommen, um dich zu sehen. Sie wollen zu dir, aber sie können nicht durch die vielen Menschen. Jesus fragt, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er sieht auf die Massen von Menschen, die sich immer dichter um ihn drängen, zeigt auf alle und sagt, seht, meine Mutter und meine Brüder. Denn nur die, die meine Nachricht hören und sie begreifen und danach leben wollen, die sind meine Brüder und meine Schwester und meine Mutter. Ein Priester tritt auf Jesus zu und lädt ihn in sein Haus zum Essen ein. Jesus geht mit ihm. Und mit ihm gehen viele aus seiner Kommune. Als sie in das Haus des Priesters kommen, setzt Jesus sich gleich an den Tisch. Und zu den Hungrigen, die mit ihm gekommen sind, sagt er, esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Der Priester, der ihn eingeladen hatte, ist empört und fragt Jesus, wieso fängst du zugleich zu essen an, ohne vorher zu beten? Und wieso bringst du deine ganze Kommune mit? Und wieso missachtet auch dieses Gesindel unsere Gesetze? Man sieht euch überall nur fressen und saufen. Warum fastet ihr nie, ihr alten Säue? Warum sieht man euch nie beten? Andere Prediger und ihre Anhänger leben enthaltsam und fasten oft und verrichten ihre Gebete in den Kirchen. Jesus wendet sich an alle Priester und Gesetzgeber, die mit ihnen an den Tischen sitzen, und sagt, warum ladet ihr mich zum Essen ein, wenn ihr nicht wollt, dass auch die anderen essen und trinken? Ihr Priester zankt euch um den besten Platz bei den Mahlzeiten. Aber über die Armen
die aus Hunger und Durst essen, regt ihr euch auf. Ihr nennt sie Fresser und Säufer, so wie ihr mich Fresser und Säufer schimpft. Ihr selbst aber fresst und sauft, ohne Hunger und Durst zu haben. Woher weißt du, dummes Schwein, wie oft ich in meinem Leben gehungert habe? Das Abendmahl ist für jemand für dich. Nur noch mal eine Renni, Junge. Wehe euch Priestern. Ihr sichert euch den ersten Platz in den Kirchen, damit ihr von den Menschen gesehen werdet. Wehe euch Priestern. Ihr schämt euch nicht, euch öffentlich die Hände küssen zu lassen und euch Heiliger Vater nennen zu lassen. Warum soll man euch die Hände küssen? Und warum seid ihr heilig? Und von wem seid ihr Vater? Vater von denen, die man mit den Waffen zusammenschießt, die ihr in meinem Namen segnet? Vater von Krüppeln? Vater von schreienden Müttern? In Vietnam? Vater von Witwen? Vater von Waisenkindern? Ihr übertretet die Gesetze. Die Gesetze Gottes. Ihr armen Irren. Ihr fahrt über Länder und Meere, um einen einzigen Glaubensgenossen für euch zu gewinnen. Und wenn ihr ihn habt, dann macht ihr aus ihm Schlimmeres als ein Bordell. Sprich eine Sprache von heute und nicht von den 2000 Jahren. Kein Mensch versteht dich. Wir sind keine Kinder, sondern aufgeklärte Erwachsene. Ja. Ihr Priester. Ihr reinigt das Äußere von allem. Aber das Innere von euch ist verfault und verpestet von Dummheit und Schlechtigkeit. Ihr lächerlichen Stümper, hat nicht der, der das Äußere machte, auch das Innere gemacht? Darum reinigt ihr da unten das, was in euch innen ist. Und alles andere wird rein sein für euch. Ein Gesetzgeber springt entrüstet auf. Mit solchen unverschämten Reden beleidigst du auch uns. Jesus antwortet: Wehe auch euch Gesetzgebern.
Ihr beladet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten. Ihr selbst aber rührt diese Lasten nicht mit einem einzigen Finger an. Wehe euch Gesetzgebern, euch Mördern. Ihr baut den Märtyrern Denkmäler, stellt sie in den Kirchen auf und lasst sie heilig sprechen. Ihr selbst aber habt sie zu Märtyrern gemacht. Wehe euch Gesetzgebern, euch wahren Kriminellen! Ihr habt den Menschen jede Möglichkeit genommen, die Wahrheit zu erkennen. Und denen, die nach der Wahrheit schreien, den schlagt ihr aufs Maul! Wehe euch Gesetzgebern, euch Priestern! Eure Sprüche, die ihr vortragt, sind nichts als Tricks von Menschen. Wäret ihr doch wenigstens heiß oder wenigstens kalt, aber ihr seid nur lauwarm und ich spucke euch aus. Die hasserfüllten Priester und Gesetzgeber müssen mit jedem Tag erkennen, dass immer mehr Menschen nach Jesus rufen und seine Nachricht hören wollen. Dass immer mehr Menschen ihm nachfolgen und nach seiner Wahrheit leben wollen. Das macht den Priestern und Gesetzgebern Angst. Sie kommen zu Neuem vom Jesus und fragen ihn: Gib uns ein Zeichen, dass du der Erlöser bist. Wer bist du? Wir wissen ja nicht einmal, wer du bist. Sag uns endlich, wer du bist. In wessen Auftrag handelst du? Wer gibt dir das Recht dazu, das alles zu sagen und zu tun? Jesus antwortet: Am Abend sagt ihr: Schönes Wetter, denn der Himmel ist rot. Am Morgen sagt ihr: Heute wird es mies, denn der Himmel ist trübe und wolkig. Die Zeichen der Zeit wisst ihr nicht zu unterscheiden. Die Zeichen des Wetters: Ja, ein stumpfsinniges und bösartiges Geschlecht will ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als der Aufruf, den ich an die Menschen richte. Da ereignet sich für die wütenden Priester und Gesetzgeber ein Skandal. Eine Frau stürzt vor Jesus nieder, küsst ihm die Füße und wäscht ihm die Füße mit ihrem Haar. Jesus wehrt sich nicht dagegen, sondern ist gerührt von der Handlung dieser Frau und sagt zu ihr: Geh und freue dich.